Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer. Gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil die Tante Mime hatte geschrieben, dass sie vielleicht darüber nachgedacht hat, was ich ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht finde, dass wir vielleicht mal neu anfangen, ne? Und darüber will ich in diesem Video so ein bisschen gucken, was wir da so haben. Können wir ja machen hier bei Simutrans und so ein bisschen durch die Gegend scrollen. Und ja, aber mal drüber nachdenken, ob wir dieses Spiel noch weitermachen oder ob es jetzt reicht. Lange genug ist es ja schon gelaufen und wir was Neues anfangen. Ich habe da auch eine Idee, aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. Ja, also was ich machen würde, das wäre, dass wir Stopp, WASD ist falsch, wir müssen hier die Pfeiltasten nehmen. Das wäre so, dass ich mein Gedanke ist so, dass ich vielleicht dieses. Wir haben ja freitags immer alle 14 Tage einmal Simotrans, ne? Im Wechsel mit Voxel Tycoon. Voxel Tycoon wird gerade gut angenommen, deswegen würde ich da auf jeden Fall da bleiben. Und habe aber darüber nachgedacht, dass man vielleicht Voxel Tycoon die ganze Zeit spielt, ne? Auf dem Freitag und nicht wechselseitig mit hier unserem, sag schon, Simotrans, ne? Und da bin ich dann sozusagen am Überlegen, dass wir dann dieses Spiel freitags weiterlaufen lassen und am Dienstag jede Woche machen wir ein neues, dass wir da Simotrans mit zwei verschiedenen Spielen am Laufen haben. Hier, dieses hier, muss ich gucken, dass es noch wieder läuft. Rechner aufsetzen zieht sich so ein bisschen lange hin, habe ich jetzt leider nicht so die Zeit für immer und so eine halbe Stunde hier so ein Video aufnehmen und das bearbeiten, das geht, das kriege ich noch hin, aber das ist so ein Rechner aufsetzen, komplett neu, ich habe eine andere Festplatte dann da reinzustecken und muss ja hier wieder rückwärts switchen. Ich setze jetzt den Rechner nicht komplett neu mit Hardware auf, sondern nur halt betriebssystemmäßig und sowas und man möchte ja gerne diese liebgewonnenen Dinge, Einstellungen etc. gerne behalten und deswegen dauert das dann immer etwas länger. Man muss dann halt gucken, dass man das wieder so hinkriegt, wie man es hatte. Ja, das würde ich dann wohl gerne machen wollen. Und hier können wir auch gerne weitermachen. Ihr seht ihr jetzt noch so ein Baggerballett, das überhaupt noch nicht angeschlossen ist und sowas. Das ist ja hier gerade am Fruchten, dass die Städte so groß sind, dass neue Industrien auch kommen. Ne? Das ist ja hier leider auch gegeben. Ne? Also leider auch gegeben. Das ist bei den Anfangsspielen ja nicht. Aber da hat man ja zuerst genug zu tun, das zusammenzubauen, was da noch offen liegt, ne, weil da ist ja noch nicht da. Weiß ich auf jeden Fall da, wenn wir neu anfangen haben, weil Tante Mimi würde auch ein anderes Pack nehmen wollen vielleicht, aber pfuh, da weiß ich jetzt gar nicht welches, Comic Pack oder hier haben wir 128, man müsste das mal überlegen, was es da gibt. Ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt, vielleicht gibt es auch schon neue Sachen oder sowas. Bin ich mir nicht sicher, müssen wir dann mal schauen. Und ich Vorschläge, die hätte ich gerne natürlich auch von euch, ne? Das ist klar, was wir da machen sollen, ob wir das machen sollen. Und der Michael Friedrich, der Mechthee, hat da zuletzt sogar geschrieben und die Tante Mimi halt. Und ich weiß nicht, da gibt es auf Facebook noch den Dieter Rempel, heißt er, glaube, der mich da auch immer gerne ein Like gibt und unterstützt. Und ja, der guckt das auf jeden Fall auch. Und ja. Wie gesagt, wäre schön, wenn er mir sagt, was wir machen können. Ich würde es natürlich dann erst starten, wenn wir hier mit dem Rechnerbau fertig bin, dass ich das auf dem neuen Rechner dann starte, weil das wäre jetzt nicht so schön, hier das zu machen und dann nochmal umziehen zu müssen. Würde ich dann definitiv alles auf dem neuen Rechner machen. Würde sich vielleicht dann, wie würde ich sagen, mit Folge, wir haben, glaube ich, 344 haben wir jetzt, die Folge 344, vielleicht bei 350 könnte es vielleicht klappen, dass ich den Rechner fertig habe, bin mir aber da nicht so ganz so sicher. Und ja, da müssen wir mal gucken. Was mir vorschwebt, ist definitiv das, was hier, wie die Übersichtskarte, kann ich ja mal gerade anmachen, so ein bisschen hier, ist es ja so, dass man sozusagen zwei Erdhälften hat oder ja, Kontinente sind es ja auch nicht, ne? Zwei Landmassen hat, dass man auf jeden Fall was mit Brücken machen muss oder auf jeden Fall mit Schiffe machen muss. Das fände ich schon ganz cool. Vielleicht ist es sogar, ja, muss man mal gucken, ob man was Eigenes kreiert. Man kann ja auch Karten in Simotrans reinmachen, glaube. Das geht ja auch, habe ich auch schon mal gemacht. Schon lange, lange ist es her. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal einen Bienenstock gemacht. Ich weiß nicht, ob der es ins Dingens gepackt hat, ins Pack gepackt hat, dass das da reingekommen ist. Weiß ich nicht. Wäre bestimmt cool gewesen. Das war so ein Gimmick für, steht einfach auf der Wiese, wenn noch nichts da ist, so die Landschaft nicht so eintönig ist, sondern ein bisschen zerklüftet ist. Ja, das ist das. Also das war jetzt die Idee, dass man eine Landmasse macht. Man könnte ja diese, theoretisch könnte man ja auch wieder benutzen, ne? So wäre es nicht. Also, aber man möchte ja auch mal was anderes sehen, ne? Bergiger oder sowas kann man es vielleicht auch machen, müsste man mal überlegen, wie man genau dieses macht. Aber da würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen mehr drüber schreiben würdet in den Kommentaren, dass wir da drüber nachdenken, was wir da machen können, welches Pack wir machen können oder so.
Ja, müsste man schauen, dass man es hinkriegt. Vielleicht die Karten haben, glaube ich, auch immer eine Nummer, meine ich. Die, wenn einer eine coole Karte hat, dann kann er ja mal die Nummer nennen, dann kann ich sie mir auch angucken, dann können wir auch zusammen beratschlagen, ob das die Geschichte ist oder nicht ist. Aber ja, diese Folge ist dann erstmal ja, recht kurz prinzipiell, aber wir können auch notfalls noch hier noch irgendwas machen. Müssen wir mal gucken. Aber das war jetzt so erstmal der Gedanke davon, ne? In der Folge 344, wie wir weiter vorgehen. Genau. Jetzt würde ich noch vielleicht nach ein Städtchen gucken. Ich glaube, hier unten waren wir schon fertig, ne? Wir müssen als nächstes zu Döbeln hin, ne? Und in Döbeln müssen wir dann gucken. Ach so, was mir dann gerade noch einfällt, ich habe diese Städte hier, die sind ja gewachsen von Grund auf, ne? Ich habe immer mit Städte nur Rathaus angefangen. Das fand ich relativ cool, ne? Weil so freut man sich doch, wie der Stadtwachstum ist, dass man das von null sieht oder sowas, wie eine neue Stadt entsteht. Das finde ich schon sehr schön. Das würde ich gerne auch weiter fortsetzen wollen. Das ist so ein bisschen was von mir sozusagen, dass ich das gerne mache. Und ja, da müssen wir mal gucken, ne? Städtenamen ist auch kein Problem. Wenn ihr da jetzt hier so Lust habt, Städtenamen zu vergeben oder sowas, dann können wir die natürlich auch alle ändern. Das geht ja hier in Simotrans meines Erachtens ja auch. Da geht man ja ins, keine Ahnung, wo stehende Rathaus jetzt hier gerade. Ach, ne? Finanzzentrale aus dem 19. Jahrhundert, ne, 20. Jahrhundert muss man sagen dann. Aber wo ist das Rathaus geblieben jetzt? Ja, ich bin dann schon mittelalterliche Kirche. Da ist das Rathaus. Ach, nee, das ist aber nicht das Rathaus, das ist Zuckerfabrik. Hier ist auf jeden Fall das. Ist, ne? Sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist das das Rathaus? Das ist das Rathaus, ne? Also hier kann man ja bei Döbeln den Namen auch ändern, ne? Könnte man dann in eurer Heimatstadt Stuttgart zum Beispiel für Michael Friedrich oder sowas machen, ne? Da könnt ihr gerne was sagen, ne? Und dann müssen wir in Stuttgart natürlich ein Tunnel in der Erde machen, ne? Also ein Bahnhof, das ist klar. Die sind aber wahrscheinlich schneller fertig wie die in Stuttgart. Okay, da wisst ihr schon mal Bescheid. Ja, hier sehen wir ja auch schon, hier muss schon eine Bushaltestelle hin, die werden wir jetzt noch machen. Schauen wir gerade noch mal außen rum. Ja, es ist auch nur tatsächlich in Döbeln eine, dann machen wir die gerade noch fertig. 1, 2, 3, die Straße ist hier zu bauen. Schauen wir mal, städtische Straße kommt dann hier hin. Und okay, so. Müsste jetzt 1, 2, 3 Felder sein. Ich das jetzt hier hinbaue und den Postkasten daneben. Dann sollte das Feld eigentlich zu sein, wie wir sehen, aber irgendwo hat es dann nicht geklappt, ne? Okay, was machen wir dann noch dazu? Ja, gute Frage, ne? Ein Wartestellenhäuschen überdacht. Das haben wir noch nie wahrscheinlich gebaut, diese Dinger hier. Okay, dann ist das auch zu. Jetzt müssen wir nur die Linie hier anschauen, die zum Beispiel hierhin läuft. Ne, das war jetzt Lupe besser machen, ne? Verbindungen. Döbeln West, Döbeln Zentrum. Döbeln Zentrum kann noch was ab. Mittelalterliche Kirche, Döbeln Waldweg. Waldweg ist angesagt. Das heißt, wir fügen Linie ändern. Das hinzu. Ist das die Pflaumenstraße? Ja, und dann müssen wir wieder den Waldweg machen, sonst fährt er uns zum Dingens. Sag schon, zur Kirche da. So, dann haben wir das schon erledigt. Jetzt wird diese Bushaltestelle auch angefahren. Wunderbar. Na, dann gehen wir noch gerade bei Riedenburg vorbeischauen. Ne, Radolfzell war es nicht, Riedenburg. Hier ist alles abgedeckt. Hier oben ist eine Straße rausgebaut, aber nicht. Ah, hier oben gibt es eine Stelle, wo was gemacht werden müsste. Aber ich sehe schon eins, zwei. Ja, ist ein bisschen schwierig, da was zu machen. Hier hinten hat sich's nicht weiter fortgebildet. Da ist es zwar weiter aus, aber okay, das bedeutet, wir müssen hier jetzt mal gerade schauen. Aber wir werden das mal so machen. Das war diese Straße verlängern. Nee, das wollte ich nicht. Und dann können wir sagen, dass wir hier loszählen. 1, 2, 3. Dann müsste die Straße da hinten runtergehen. Okay. 1, 2, 3. Das heißt, hier muss die. Sag schon.
Ja, ich glaube, wir gehen aber nach hier oben hin. Ja, wir werden die Straße hier oben lang ziehen. Das macht nur Sinn. Jetzt müssen wir nochmal zählen. 1, 2, 3, 4. Das heißt, sie muss hier sein. Und Bushaltestellen sind in diese Richtung gebaut. Also so. Ich muss noch ein Stück nach da machen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, das Verbinden. Aber das liegt daran, dass das hier irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, ne? So, jetzt Bushaltestelle kommt dahin und passt nicht. Alles klar. Haben wir uns verzählt? Sehr schlecht. Das bedeutet, wir müssen da nochmal abreißen. Und dann können wir da eigentlich auch abreißen. Und haben es da auch geschafft, uns zu verbauen. Ganz schlecht. Jetzt müssen wir nämlich schnell die Gleise noch reparieren. Warte mal, da sitzt ja jetzt auch noch die Straße. So. Das ist jetzt heile, aber es ist, glaube ich, schneller als gedacht. Oberleitung 210 Meter ist auch schneller. Naja. Keine Ahnung, das war welche. Was sagt denn die Lupe? 160 km. Das ist dann wahrscheinlich hier nicht 210 gewesen, sondern diese gewesen. Jetzt müsste ich den Zusatz hier abreißen. Und hier jetzt schnell das dahin bauen. So, jetzt sieht es wieder so aus, wie es sein soll. Das Schotterbett ist egal. Das ist okay, das lassen wir so. Das andere gefiel mir jetzt nicht. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den Postkasten dahin haben. Der ist da. Und schon haben wir das Stück hier angeflickt. Ja, dann sollten wir noch schauen, dass da der Bus auch hinfährt. Machen wir mal zu, wer fährt denn hier hin? Das ist Stadtbus Radolfzell 1. Linie 1 haben wir hier gemacht, okay. Kein Mensch weiß, wo die Linie hingeht, aber wir haben sie Linie 1 genannt. Und 1 und. Ach, das war Uhrzeigersinn, ne? 1 Uhr hoch. 2 Uhr, 3 Uhr, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir das auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, wie das war. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Wir sind hier. Lilienstraße kommt da angefahren. Aber wir müssen erst zur Linienstraße hin. Wo ist die? Hier unten muss die irgendwo sein. Linienstraße ist hier und die Bushaltestelle von der Linienstraße ist da. Ja, glaub schon, ne? Ja. Das bedeutet Linie ändern, Linienstraße hinzufügen und dann hier oben unseren neuen Halt. Dann passt's. Hier geht das ja mit den Bushaltelinien. Die intelligenten, sag schon, Simo-Trans-Bewohner steigen in den Bus ein, der auch dahin fällt. In Voxelteigen war das ja nicht so. Da steigen die einfach rein. Der fährt schon irgendwann bei mir vorbei. Naja, und das ist leider in dem Spiel ein bisschen doof geregelt, aber das geht halt nur so. Gut, das haben wir soweit. Oh, guck mal, hier sind zwei Flächen, ne? Die habe ich mal bestimmten Dingens weggenommen, Gleis weggenommen, was da noch lang ging. Ausweichgleis oder sowas. Naja. Ja, läuft halt so, ne? Gut, dann haben wir das auf jeden Fall hier angebunden. Da sollten jetzt auch die Leute hinziehen, fahren und diese zwei Flächen sollten jetzt hier auch abgedeckt sein. Das passt dann schon. Jetzt zoomen wir da nochmal raus, gehen schon mal gucken. Hier ist jetzt Radolfzell nichts mehr. Jetzt halten wir Adenau, haben wir hier. Ist schön am Straßenbauen Adenau. Und hier unten müssen wir nächstes Mal. Bei dem öffentlichen Eigentum, dem Gymnasium, müssen wir dann eine Bushaltestelle irgendwo hinmachen. Vielleicht sieht es vielleicht auch nach zwei aus. Könnte sein, ja. Das werden wahrscheinlich zwei werden, ne? Oder? Ja, glaub schon. Ja, und dann.
wisst ihr da schon mal Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben. Und das ist eigentlich schon Pflicht jetzt. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.